Einzelstreckenfahrer. Ich begrüße euch ganz herzlich hier von der Strecke Kassel-Würzburg. Guten Tag und willkommen in Bingen am Rhein. Nicht Kassel-Würzburg, Koblenz-Mainz. Die Arbeiten in den Tunnel bei St. Goar werden die Fahrt verlangsamen, aber es wurden keine weiteren Vorfälle gemeldet. Ja. Baureihe 103, zweites Video heute. Heute ist der Release auf den Konsolen. Ist das DLC schon draußen? Für den PC vermutlich gegen 17, 18 Uhr. Wir sind auf der linken Rheinstrecke, da steht es auch schon und sind hier in einem Szenario unterwegs, das mitgeliefert wird, das den Namen Einzelstreckenfahrer trägt. Wir sprechen mal da vorne mit dem Kollegen, mit der Kollegin und fragen Sie mal, was los ist. Entschuldigen Sie, Lokführer, der reguläre Zug mit der 110 Vorspann ist nicht verfügbar. Sie werden mit dieser 103 einspringen müssen. Jo, danke für die Info. Können wir nochmal mit ihr reden? Verspäten Sie sich nicht. Okay. Danke nochmal. Wir verspäten uns nicht, gucken uns aber trotzdem erstmal hier die 103 einmal kurz an. In dieser wunderschönen TEE-Lackierung. Kann man nur toll finden, oder? Da vorne ist auch eine 103. Wir steigen ein. So, Tür zu. Tür auf. Einmal reingehuscht. Tür zu. Und hinsetzen. Erledigt. Fahrtrichtungswender rein. In Neutralstellung setzen. Direkt noch vorwärts setzen. Okay. Bremsschlüssel einmal auf ein. Da die 103 fährt da vorne geradeaus. Türen entriegeln. Wir ziehen erstmal die direkte Bremse. Okay, die ist schon. Na, so. Tür auf. Ja, wir stehen hier gerade in Bingen am Rhein. Wie dumm von mir, dass ich vorhin Kassel-Würzburg gesagt habe. Nein, wir sind natürlich auf der linken Rheinstrecke unterwegs zwischen Koblenz und Mainz. Ja, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. 203er, die Intercity-Wagen, die alten. So muss das. Da vorne eine Burg. Und da ein Reiterstellwerk. So, Tür zu. Verspäten wir uns nicht. Direkte Bremse lösen. Ja. Okay, danke. Führerbremsventil auf fahrend. Und wir können losfahren. Machen aber vorher noch die PZB an. Und jetzt aber. Dann halten wir als nächstes in Trechtlingshausen. Geben einmal einen Pfiff und auf geht's. Schön die Häuser hier, ne? So, wir dürfen mit 40 ausfahren. Schauen wir mal hier. Das ist an. Lokführerpultbeleuchtung brauchen wir erstmal nicht. Haupt- und Instrumentenschalter ist an. Machen wir mal die Pultbeleuchtung ganz hoch. Fahrstufenreglerbeleuchtung hätte ich auch gerne ganz oben. Und einmal nach hinten gedreht. Instrumenten- und Fahrplanleuchte gerne auch an. So. Dann einmal hoch mit der Leistung. Weiß jemand, was dieses Schild hier bedeutet? Wir dürfen hoch auf 60. Und ob hier dann 120.
da vorbei an der nächsten Burg. So, Leistung hoch. Damit wir mal ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Ab hier 130. Sehr schön. Ja, immerhin so ein bisschen Szenerie ist schon auf der anderen Seite, ne? Ich glaube, das sollen halt Weinberge da vorne symbolieren. Das ist zwar jetzt nur mit Texturen gemacht und nicht mit wirklicher Vegetation, aber ich glaube, das soll das halt in diesem Sinne zeigen, dass das eigentlich keine kahlen Berge sind, sondern halt alles Weinberge. So, Leistung runter. Da haben wir ein Schiff. Das aber leider nicht fährt. Finde ich ein bisschen schade. So. Kilometer. Wir bremsen mal langsam rein. Ankündigung auf 120. Die haben wir schon auf dem Tacho. Und jetzt müssen wir mal bremsen. Ja, ungefähr so 2 Bar. Dürfte, glaube ich, reichen. Ne? Vielleicht noch ein bisschen mehr. Gehen wir mal auf 3 Bar hoch. 4 Bar. Lösen wir schon mal ein bisschen aus. Und halten dann hier an. Und ziehen die Bremsen jetzt nochmal an. Und kommen zum Stehen. Super, das hat ja mal gut geklappt. Überraschend gut geklappt. Ich kann einmal ganz kurz hier aussteigen. Und einmal ganz kurz umgucken. Hier bei bestem Wetter am Rhein. In Trechtlingshausen. Sind die Wagenlichter an? Ja, ich glaube schon. Oh, ein Fahrplan. Können auch natürlich hier runtergehen, wie wir es kennen. Hier noch so ein Collectible. Hier noch eins. Juri, ab in die Berge. Das sieht aus wie ein Dampflok, ehrlicherweise. Ein Hinweis auf eine kommende Strecke. Wer weiß. Berge. Ja, das ist für mich Süddeutschland. München, Garmisch. Wer weiß, vielleicht ist das schon ein kleiner Hinweis gewesen auf die nächste Strecke. Die TG wird ja definitiv ja schon wissen, welche Strecke als nächstes für Deutschland kommt. Die wird ja safe schon im Bau sein. Also über die Planungsphase auf jeden Fall schon hinaus. So, wo müssen wir dann alles anhalten? Niederrheinbach, Bacharach, Oberwesel, St. Goar, Bobbert bezahlt sich und so weiter und so fort. So, warten wir, bis die Bremsen sich lösen. Waren wir eigentlich pünktlich? Naja, jetzt nicht so wirklich, ne?
4 Kilometer und da sollen wir in 2 Minuten da sein. Weiß ich nicht, ob das was wird. Ja, was ist so euer Eindruck bisher von der Strecke? Würde mich mal sehr interessieren. Hier noch so ein Türmchen. Ja, schön, ne? Hier so vom Turm. Bestes Wetter hier, ne? Also da kann man sich wirklich nur freuen über so ein Wetter. Oh ja, das ist schön hier mit den Weinbergen. Ach süß, das Schiffsmodell, das kenne ich bisher nicht. Das sehe ich zum ersten Mal. So, die Autos sind ja ordentlich schnell unterwegs. Wir fahren 90 und die sind immer noch schneller. Was fahren die denn? 100? Vielleicht, ne? Ist halt wohl eine Landstraße, aber es fängt an zu regnen. Gerade noch das Wetter gelobt. Zack, da fängt es an zu regnen. So, gleich sind die 120 erreicht, aber wir müssen auch gleich schon wieder runter mit der Geschwindigkeit. Also Leistung wieder runtergenommen. Ich fange langsam an zu bremsen. Lösen wir die Bremsen. Naja, lassen wir sie lieber ein bisschen noch angezogen. Und jetzt lösen wir sie nochmal aus. Haben noch gut 600 Meter. Sind jetzt hier gleich mit ungefähr 60 am Bahnsteig anfangen. So, genau. Bahnsteigs Anfang 60. Oh, das sieht aber nach einem sehr kurzen Bahnsteig aus. Wir drücken mal noch ein bisschen vor. Hier Niederrheinbach. Das mache ich auch, das Feature, ne? Mit den Regenschirmen. Sobald die KI sich irgendwo hinstellt, wo es regnet, machen die den Regenschirm dann auf. Das ist schon ganz cool gemacht. Ah, das gefällt mir auch, dass die Tür zum Beispiel automatisch nicht geöffnet hat, weil die nicht mehr am Bahnsteig steht. Das ist gut, dass die das Feature eingebaut haben. Das gefällt mir sehr. So, Türen wieder zu. Wir sind nämlich schon immer noch zu spät. Natürlich. Einmal pünktlich sein. Bremsen lösen. So. So, wir schalten Leistung auf.
Hoffen wir mal, dass der Regen gleich aufhört irgendwann. Huch, da hüpft der Panto ein bisschen komisch rum. Als nächstes halten wir dann in Bacharach in 3 Kilometern. Bis dahin versuchen wir einmal hoch auf die 120 zu kommen. Wie schalten wir eigentlich den Scheibenwischer da? Sehr gut. Das stört mich jetzt, dass die nicht... Ja, ungefähr. Ja, jetzt sind die fast auf gleicher Geschwindigkeit. Und vielleicht den Sander aktivieren, um ein bisschen mehr Traktion zu haben. Und hier vorbei an der nächsten Burg. Bei diesem Schiedswetter. Und Leistung runter. Warten, bis die Leistung komplett abgeschaltet wurde. Ankündigung auf 120. Gut, 1 Kilometer noch. Und wir machen es zum Bremsen bereit. Gehen schon mal rein. Hier mit 2 Bar. Nehmen wir noch ein Bar mit drauf. So, Bacharach hat einen vergleichsweise langen Bahnsteig. Oh, da haben wir ein bisschen sehr stark reingebremst. Ja, komm schon, Bremse, löst dich. Bevor wir anhalten. Ich will hier nämlich nicht halten. Na, verdammt. Na egal, wir können trotzdem ein bisschen vorrücken. Oder sind wir komplett am Bahnsteig? Nee, noch nicht ganz. Jetzt. Sowas kostet uns natürlich sehr viel Zeit. So. Aber hier auf dem Bahnsteig. Hier haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten. Das finde ich echt gut gemacht mittlerweile, ne? Dieser Übergang zwischen nassem Bahnsteig und trockenem Bahnsteig. Okay, Türen sind zu. Lösen. Und da wieder eine Burg.
Okay. Leg noch so ein bisschen Zeugs rum. Können wir eigentlich von hier aus die Zuglichter an- und ausmachen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Auf nach Oberwiesel. So geparkte Autos und so. Sehr schön. So, 5 Kilometer. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch hoch ein bisschen mit der Geschwindigkeit. Versuchen wir mal möglichst schnell zu beschleunigen, damit wir ein bisschen Zeit aufholen. So, wir sind schon zu schnell. Leistung raus. Und wir nutzen mal die dynamische Bremse hier. Aber wir dürfen nur auf 130 hoch. Dann machen wir das auch mal. So, noch 2 Kilometer. 130 haben wir erreicht. Leistung rausnehmen. Und wir nutzen schon mal. Oh, wir müssen bremsen. Wir haben nämlich halt zu erwarten. Uiuiui, da wird aber ordentlich reingebremst. Boah. Na los, löst dich. So.
So, dann rollen wir jetzt mal ein hier in Oberwesel. Huch. Uiuiui. Fliegende Passagiere. Moin. Kommen wir uns gleich näher an. Achso, weil ich es bisher nicht erwähnt habe. Ich spiele hier auf einem Bild, der mir vor Release zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt also, das habe ich ein paar Tage vor Release aufgenommen. Also wenn irgendwelche Bugs irgendwo auftauchen, dann kann das gut sein, dass die vielleicht noch behoben worden sind zum Release. Hier oben auch, ne? Ich mache davon mal Screenshots, um das mal an DTG weiterzuleiten. Am besten vielleicht mit dem. So. So, Türen zu. Und dann fahren wir mal mit 100 weiter. Beziehungsweise erstmal mit 25, weil 500 Hertz Beeinflussung. Dürfte aber jetzt gleich ausgehen. Fehlen hier nicht die Bahnübergangsgeräusche? Hat das nicht normalerweise so ein... Hat das nicht normalerweise so ein Glockensound? Ja. So, dann mal hoch auf die 100. Circa so 160 anscheinend jetzt gleich. Sehen wir auch schön übrigens das das Bügelfeuer. Können wir ganz gut hier eigentlich sehen. Na, jetzt kommt es natürlich nicht. Hier wieder so ein Türmchen. Hier nochmal. Und ab hier sind es dann 100. Raus. Und wir haben Langsamfahrt zu erwarten. Und zwar
Gehen wir mal runter auf 60, weil ich nicht genau weiß, was uns da jetzt erwartet. Oder vielleicht sogar eher auf 40. Im Halt zu erwarten. Wir rollen mal mit 60 weiter, bevor wir hier schon wieder zu stark reinbremsen. Bestätigen wir natürlich. Halt zu erwarten. Gucken wir mal, was da jetzt passiert. Fahren wir jetzt über die Weiche hier. Ja. Jetzt sind wir hier auf dem Gegengleis unterwegs. Vermutlich wegen... Was war das? Eine Baustelle war da? Ein Unfall? Irgendwie sowas, ne? Oh, wir sind zu schnell. Wir hätten wohl nur mit 40 über die Weiche fahren dürfen. Gut, das wurde uns leider nicht so ganz signalisiert. Okay, das Signal ist wieder auf grün. Wir rollen jetzt mit den 40 weiter. Wir bleiben weiterhin auf dem Gleis hier. Dürfen weiterhin nur 40 fahren. Obwohl wir jetzt hier freie Fahrt zu erwarten haben. Und sind jetzt gleich hier bei St. Goar. Hier mit dem Lorelei-Felsen. Und der fehlenden Wassertextur hier. Also wie gesagt, das möchte ich immer ganz kurz erwähnen, dass ich hier auf diesem Bild spiele, der praktisch eine Beta-Version ist. Auf dem sind diese Videos, die heute erscheinen, aufgenommen. Deshalb kann es sehr gut sein, dass einige der Sachen, die jetzt hier noch fehlerhaft sind, zur Release gefixt werden. Vielleicht aber auch nicht. Ich kann es nicht garantieren. Okay, wir haben Halt zu erwarten. Das bestätigen wir natürlich.
Banktunnel. Okay, wir haben auf jeden Fall halt zu erwarten. Da wird uns das erneut signalisiert. Das bestätigen wir. Und da vorne müssen wir auch schon anhalten. Ein bisschen zu früh eingebremst. Naja. Türen auf. Ja, nicht ganz die Bahnsteiglänge ausgenutzt, aber was soll's. Signal ist auf jeden Fall noch rot. Okay, wir sollen die Türen schon zumachen. Würden wir normalerweise natürlich auflassen, solange das Signal rot ist. Aber vielleicht springt das Signal auf grün, sobald wir die Türen zumachen. Oh, das ist schön. Hier nochmal extra so eine kleine Pfütze. Okay, ja, tatsächlich. Das Signal ist grün geworden. Muss natürlich unter 25 bleiben, weil 500 Hertz Beeinflussung. Müsste aber jetzt ausgehen. Jawohl. Und wir dürfen weiterfahren mit, ja, ab hier dann mit 110, also befreien wir uns auch. Natürlich erst die 110, sobald wir den weichen Bereich verlassen haben. So, alle Wagen haben die Weichen verlassen. Dann halten wir in Boppard jetzt nach in 5 Kilometern. Halten wir in Bad Salzig, in Boppard, in Spey, in Rhens und dann in Koblenz sind ungefähr 20 Minuten. Dann einmal hoch mit der Geschwindigkeit. Wir wollen jetzt nicht zu lange rumtuckern. Auf die 110 hoch. Leistung abschalten.
Also ich weiß, wir sind leicht zu schnell, aber passt schon. Wir müssen ja auch ein bisschen unsere Verspätung wieder aufholen, ne? Zwei Kilometer noch. Nehmen wir mal die Leistung schon mal raus. Und fangen jetzt aber nicht an, zu früh zu bremsen. Wir wollen ja ein bisschen Verspätung wieder reinholen. Beziehungsweise rausholen. Ne, wobei, man würde eigentlich sagen, reinholen. Und nichts holen, ein bisschen Zeit raus, aber die Verspätung rein. Warum eigentlich? So, 800 Meter, jetzt müssen wir mal langsam mal anfangen zu bremsen. Ankündigung auf 100. Mit 60 einmal reinpreschen. Okay. Einmal die direkte Bremse anwenden. So, Türen zu. Lockbremse lösen. Und auf geht's. Zu den Zügen Richtung Koblenz. Finde ich schön hier solche Schilder. Das war ein bisschen zu viel auf einmal. So. Einmal auf die 100 hoch und dann halten wir Bad Salzig in 3 Kilometern. Oh, da kommt ein Kollege vorbei. Können wir einmal hier einmal grüßen. Oh, ab hier sogar 130. Ich würde sagen, wir versuchen die auch mal ein bisschen auszufahren. Wenn wir nicht mehr so viel an Weg vor uns haben. So, Leistung wieder rausgenommen. 130 sind erreicht und wir haben 2 Kilometer.
So, 1 Kilometer noch. Und wir bremsen jetzt mal. Der braucht schon echt lange, um die Bremsen auszulösen, ne? Jetzt müssen wir aber ordentlich mal rein. Ich habe schon die Bremse gelöst, aber es dauert halt lange, bis der Zug wieder die ganze, bis die Bremse ausgelöst wird. Dementsprechend kommen wir vermutlich sogar noch viel zu früh zum Halten. Ja. Jawohl, ja. Okay. Dann ist das so. Müssen halt die Leute ein bisschen laufen. Der erste Halt war noch so gut, ne? Ja, wobei... Ups. Ja, das ist doch okay. Man kann aus jedem Wagen ein- und aussteigen. Einmal hoch auf die 130. Versuch mal so durchgehend bei so Pi mal Daumen 25 Kilonewton pro Fahrmotor zu bleiben. Kilometer, jawohl. Das Ankündigung auf 120, also können wir die Leistung schon ja, jetzt rausnehmen bzw. runternehmen. Also ich finde die Strecke ja wirklich schon sehr, sehr schön. Ne? Also gefällt mir sehr gut. Gefällt mir bei gutem Wetter natürlich noch ein bisschen besser. Aber jetzt auch hier so, auch im Regen, nicht so schlecht. Ich habe die Hoffnung, dass der Regen vielleicht noch aufhört. So, Leistung rausnehmen. Bisschen rollen lassen. Kilometer noch bis Bob hat. Ankündigung auf 100. Und wir müssen jetzt mal langsam zum Stehen kommen.
Schauen wir, dass wir diesmal die gesamte Bahnsteiglänge ausnutzen. So, und jetzt können wir reinbremsen. Türen auf. Lösen und direkte Bremse anwenden. Wir sind jetzt nur 2 Minuten zu spät. Wir haben ein bisschen, glaube ich, Verspätung tatsächlich aufgeholt. Türen zu. Lokbremse lösen. Und auf geht's. Spey. In 5 Kilometern. Direkt hoch auf die 120, so schnell wie es geht. Ah, 100. Okay. Ab hier. Nur 110. Oh, ich liebe ja diese Funken, ne? Das ist echt... Das ist schon richtig gut gemacht. Mal ein bisschen den Pantografen hier beim Arbeiten zu gucken. Ab hier 110, sehr gut. Boah, das sieht aber schön aus hier mit dieser Kurve. So, Leistung rausnehmen. Ja, ich sag mal kurz nichts. Ich glaube, da kann man einfach mal den Blick ein bisschen schweifen lassen und genießen. So, mal hoch auf die 130.
So, wir lassen jetzt ausrollen. Und schauen, dass wir rechtzeitig zum Halten kommen. Noch ist ein bisschen zu früh zum Bremsen. Ich würde sagen, das machen wir ungefähr, ja, ab dieser Hektometertafel fangen wir mal an. So. Können wir schon ganz leicht reingehen. Schon mal hier 2 Bar. Müsste jetzt gleich hier vorne Spei auftauchen, hinter der Kurve. Jawohl, da ist Spei. So, jetzt aber mal ordentlich rein. Jawohl. Zugbremse lösen, Lokbremse anziehen. Und wir können bei der Tür zugehen, zugucken. Auf geht's. Rehns kommt dann als nächstes. Müssen wir eigentlich schon jetzt dort sein? Ups. Naja. Hier ist ein Trampolin. Leistung ordentlich mal hoch. Damit wir möglichst schnell auf die 140 hoch können. Sehr schön. Kleine Zugkreuzung, so muss das. Okay, hoch mit der Geschwindigkeit. Okay, Rehns schon in 2 Kilometern. Das heißt also, wir schalten jetzt mal ab. Beginnen mal mit dem Bremsen. Und hier ist auch schon Rehns. Ja, das passt doch sehr gut. Sogar ein bisschen zu harsch. Nicht schlimm. Wir ziehen die Lokbremse an. Stellen die auf Fahrend. Ja, Lokbremse ist angezogen. 5. Nee, was haben wir? 3 Minuten Verspätung. Bisschen Laub.
übrigens zweite Klasse Wagen. Auf geht's. Schön, wie das Laub hier wieder in die Höhe gewirbelt wird. Sowas mag ich ja. Solche kleinen Spielereien, ne? Geben einfach der Welt irgendwie, ja, so eine gewisse Interaktivität. Und dass das alles einfach nicht so kahl ist. Das ist ja ein großes Problem, das der TSW lange hatte, dass alles irgendwie so steril wirkt. Und das, finde ich, ist spätestens seit Bremen-Oldenburg nicht mehr so sehr der Fall. Und die Strecke, finde ich jetzt auch, wirkt schon sehr lebendig. So, letzter Halt Koblenz. Oder müssen wir danach noch was machen? Nee. Dann ist fertig. Dann schnell mal hoch mit der Geschwindigkeit. Wirkt mir jetzt nicht gerade druckertüchtigt, das Fenster, ehrlicherweise. So, hoch auf die 140. Maximale Leistung. Leistung runternehmen. Ah, Fahrstufe 19. Ah, wir sind eben ein bisschen zu schnell. Also nehmen wir mal die Fahrstufen ganz raus. Ja, also die Ausgestaltung der rechten Rheinseite wirkt mir ein bisschen. Also da hätte schon ein bisschen mehr sein können. Dass da überall nur Bäume stehen, weiß ich nicht. Ich glaube, da sind schon ein bisschen mehr Gebäude und sowas, die da eigentlich auf der anderen Seite stehen. Meine ich zumindest. Vorne ist eine Brücke, ne? Mal hoch auf die 140. Schade, dass die AFB der 103 irgendwann ausgebaut wurde. Es wäre natürlich gut, wenn wir eine AFB gehabt hätten, aber dann ist das halt so. Oh, ich sehe eine Zwangsbremsung kommen. Komm schon. Dann los. Okay, jetzt sehe ich einen außerplanmäßigen Halt kommen. Okay, ja, safe. Das war zu viel reingebremst. Und der löst halt einfach die Bremsen sehr langsam, ne? Muss man eigentlich diese Bremse lösen,
Knopf. Sehe ich nicht. Muss doch da. Ja, zweite Klasse Großraumwagen haben wir, ne? Die da mitgeliefert werden. Und erste Klasse Abteilwagen. So, halt zu erwarten. So, Wechselblinken und 1000 Hertz, das heißt, wir dürfen nicht schneller als 45 fahren. Und fahren ein in Koblenz Hauptbahnhof. Immerhin keine Zwangsbremsung heute, ne? Passiert ja auch nicht so oft. Mal rüber. Hier an den anderen 103er und 110ern vorbei. Und ich hoffe, die Weiche ist nach rechts gestellt. Jawohl. Und dann halten wir hier an. Jawohl. Türen auf. Und das war's auch schon. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Haltet eure Augen und Ohren offen. Ob eines Livestreams aus Koblenz, Mainz. Vermutlich heute noch. Ansonsten in den nächsten paar Tagen. Das vielleicht auch mehr als einmal. Ja. Und bis dahin, ciao, ciao.